Boah, ich bin froh, dass ich dieses Level, hinter mir habe, ne? Und ich bin froh, dass ich keinen 100% Run von diesem Spiel mache. Wirklich. Das ist doch ekelhaft. Das ist bisher meine Hasswelt. Da gab es bisher kein geiles Level, das mich so überzeugt hat, dass ich sage, das will ich jetzt 5-mal spielen. Obwohl Welt 3 mich da in dem Sinn auch schon genervt hat mit dieser Brennmethode, ey. Tentaklos, ach. War ja klar! So langsam geht mir das Spiel echt auf den Piss. Wie eine Welt das alles verändern kann, ist Wahnsinn. Ich bin auch gerade echt davor, diese Aufnahme wegzuschmeißen, weil ich gerade so rumflame. Komm, die Aufnahme wird eh hochkommen. Ich spiele nämlich diese ganze Kacke nicht freiwillig noch. So. Hoffen wir, dass die nächsten Level einfach besser... Ich habe mir ein Wasserlevel gewünscht, nicht 8000. Selbst eine Wasserwelt in Mario hat nicht irgendwie 5000 Wasserlevel, sondern nur 3. So, komm, ein bisschen Gas geben. Da fliegt da noch irgendwas weg. Was ist denn das da oben jetzt? Ah ja, klar. Das ist nur Kacke. Moment, ist das die DK2-Mucke? Das fällt mir jetzt erst auf, weil ich diese Kackleise höre. Das ist die DK2-Mucke. Oh, das ist nice. Was sind das denn bitte für Fische? Wenn jetzt einer kommt, das ist ein Schwertfisch, dann hau ich ihn mal auf die Fresse. Wirklich. Das ist die DK2-Mucke, ich glaub's ja nicht. Gott, ist das cool. Okay, das Spiel hat's jetzt wieder um einiges besser bei mir gemacht. Wirklich. Hi. Schön, dass ich wieder schneller bin als das Spiel. Und dass die Steuerung auch direkt so gut funktioniert. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Mhm. Ein Speicherschwein, das ist ja toll. Hallo. Tentakel. Wie lange lässt du deinen Penis da bitte draußen? Kann ich nicht irgendwie abbremsen oder so? Ich bin doch einfach langsamer machen. Wäre auch eine Möglichkeit. Nicht cranky. Nicht cranky, alles außer cranky. Ist nicht mein Lieblingscharakter in diesem Spiel. Cranky, wirklich. Ist nicht so meins. Ja. Ich setze ihn mir direkt mit. Cranky ist in einigen Leveln gut, aber... Wir könnten sogar das Kong komplett kriegen, wenn ich mich nicht zu dumm anstelle. Schon wieder ein Speicher. Mit den Speicherpunkten haben sie es echt großzügig gemeint. Das muss ich denen einfach mal lassen. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Jetzt habe ich Cranky, na ist ja geil. Wenigstens wieder volles Leben. Hey. Das geht, das nicht gut. Ach du Scheiße. Da ist Cranky schon wieder weg. Ne? Du heilige Kacke. Wie lange hat man gedacht, geht das? So. Ich habe gedacht, das Spiel liegt unter dem Thema Eis und nicht Wasser und Feuer und andere Sachen. Ich weiß, dass wir nicht mehr auf der Donkey Kong Country Insel sind, dass nur die Decay Insel scheiße ist, was das Eis betrifft. Ich weiß es, ja. Was hat mich da jetzt? Gut.
fuck this game, ja. Spielmechanik für den Arsch, wirklich. Eine ganze Wasserwelt. Ich habe mich damals schon in den Originalteilen erdacht. Er bringt mir sowieso nichts. Fuck it, ey. Fuck it hard, ey. Du brauchst da gar nicht mehr irgendwie zu schwimmen. Das ist irgendwie total doof. Wenn du deine Attacke da unter Wasser machst, mit der du auch automatisch schneller bist, dann hat das gar keinen Sinn. Da, Lenkung am Arsch. Siehst du, ich versuche normal zu schwimmen, ja? Die Lenkung ist so oder so für den Arsch. Probier's erst gar nicht. Ein schöner Tipp von mir, probiert das Spiel erst gar nicht aus. Ja, das ist kacke. Nee, es ist wunderschön, leider. Die ersten drei Welten vielleicht. Oder die ersten zwei. Und den Rest braucht ihr euch dann auch gar nicht mehr zu heben. Man könnte hier auch vielleicht einfach mal so ein Herz reinmachen. Wichst der hier mir jetzt alles voll mit Tinte oder was? Seit wann ist Tinte giftig? Hopp, ich hab keinen Bock mehr, ohne Scheiß. Was soll die Kacke? Wirklich. Ich bin mir auch gerade echt am überlegen, ob ich mir das G holen soll. Ich meine, das bringt ja sowieso nichts. Ach doch, mit Cranky habe ich hier eine Beschleunigung. Ich glaube, ich habe... Ja, das war's, ne? Die habe ich mit jedem Charakter, ich denke. Ach, du heilige Kacke, komm schon! Wirklich. Komm, einfach drücken und gib Gas jetzt. Nicht hängen bleiben, du Spuchtel! So, jetzt werde ich beleidigt, ne? Deswegen werde ich auch nie in irgendeinem großen Netzwerk aufgenommen. Deswegen bin ich nicht bei Cronk.de. Weil er eh nur Spaß hat. So, das wäre damit gesagt. Jetzt kommen deine hässlichen Ärmchen da. Ich habe gerade so Bock, irgendwas kaputt zu hauen. So Bock habe ich gerade drauf, wirklich. Wisst ihr, das Schlimme ist, wir sind beim G, es kann gar nicht mehr so viel kommen. Ja, und das Schlimme ist, ich will das G auch irgendwie haben, dass ich auf dieses Level nie wieder rein muss, wenn ich wirklich irgendwie irgendwas mit Prozenten davor habe. Jetzt kann ich es mir auch holen, kann sterben. So, dass ich jetzt Cranky nicht mehr habe, ist übrigens sehr kontraproduktiv. Dass ich jetzt übrigens sterbe, ist auch sehr geil. Und ich werde hier sterben. Weil die Hitbox wieder grandios ist. Nee, ich bin direkt reingeschwommen, ich weiß. Halt einfach die Klappe. Wie heißt dieses Spiel? Ach ja, Tentaklos. Ach, nicht das Spiel, das Level. Tentaklos. Passiert jetzt irgendwas? Hätte ja sein können, dass irgendwas passiert, weil, weil Baum. Die Lenkung, wenn du in diesem Speed-Modus bist, ist, unpräzise. Und funktioniert nicht. Aber so brauchst du ja gar nicht zu schwimmen, weil so bist du zu langsam für das Spiel. Wow, das war ein grandioses... Boah, das sind... Nice, jetzt hab ich's gesagt. Wie lange hänge ich jetzt an dem Level? 9 Minuten? 10? Keine Ahnung. Wie viel Lust habe ich auf dieses Level? 0? Da
man sich echt wieder was ausgedacht. Ich will gar nicht wissen, wie das nächste wird. Das ist das nächste Level. Und die nächste Welt. Von der will ich erstmal nicht durchschauen. Ich kann mir gestohlen bleiben. Ja, ne? Versuchen wir unbeschadet durchzukommen. Das ist bestimmt machbar, aber nicht so wie ich spiele. Jetzt kommen deine dämlichen Finger da. Die mir jetzt eigentlich egal sind. Klar, Luftblasen kommen auch erst ganz knapp. Aha. Mhm. Das ist euer Ernst jetzt gewesen. Wow. Ich bin erstaunt. Wirklich? Was soll das? Null Puzzleteile, wo waren die übrigens? Wo sollen die versteckt gewesen sein? Schön. Das Spiel macht Spaß. Nicht. Funkys Krimskramskiste. Du bekommst auch keine neue Ware oder so, ne? Aber das meine ich übrigens auch mit Ladezeiten, ne? Bei dem bitte schlecht. Was für extra langen Spaß unter Wasser? Moment. Das sind keine Leben? Dieser Ballon rettet dich vor dem Abgrund, aber leider nicht immer. Der hier füllt deine Sauerstoffleiste, sobald sie leer ist. Cool, was? Damit kannst du dir zusätzlich Versuche zulegen. Das ist ja interessant. Ich hab gedacht, das wären so wie in den anderen Donkey Kong Country Teilen. Das sind 2 Leben, das ist ein 3 oder so. Ist ja interessant. Nee, ich möchte den Laden verlassen. Das ist ja echt interessant. Fiesta Kavum. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass ich doch die Lust habe nach der ganzen Tortur, die ganzen... Oh, ist mal kein Unterwasserlevel. Nee, Moment, das kann ich noch gar nicht sagen. Kann ja sein, dass es immer noch zum Unterwasserlevel wird. Die Musik macht es inzwischen auch nicht mehr besser. Aber es scheint kein Unterwasserlevel zu sein, was mich sehr freut. Da nehme ich doch die Dixie Kong direkt mit. Du kannst doch nicht einmal früher drücken, du Depp, ne? Ein Herzchen wäre jetzt ganz cool. Roll die mal. Das war gut. Ich nicht gedacht, dass das funktioniert. So, was haben wir denn da? Nix. Auch. Ja. Aha. Spielen wir jetzt Fruit Ninja oder was? Danke fürs Gespräch, meine Lieben. Ich habe übrigens keine Lust mehr. Wie kann ein Spiel innerhalb von 10 Sekunden so abkacken? Kann mir das mal jemand sagen? Das kann mir bestimmt keiner verraten, oder? Wie ein Spiel so abkacken kann. Das kann mir doch keiner von euch verraten. Oder doch?
Wow. Ich muss ja nichts mehr dazu sagen, oder? Ja, das Ding ist wieder hoch, oder was? Nee, Gott sei Dank. Achso, jetzt muss ich die Dinger auch noch mitnehmen. Ja, warte, ich warte noch. So, endlich. Hat es ja auch mal geklappt. Oh. Hätte ich nicht so einen Kack-Ehrgeiz, ne? Ich spiele jetzt irgendwo in die Tonne kloppen. Also, okay. Ich war gerade ein bisschen perplex, ja. Also, da ist ein Bohnenspiel. Da wäre jetzt was Cooles. Ein Secret Exit oder sowas. Da gibt's doch bestimmt wieder solche Level, wenn du einen Kong komplett hast, in jeder Welt, dass du da so ein Bonus-Level kriegst, so ein Kong-Bonus-Level, das nochmal schwieriger ist als die eigentlichen Leveln. Level, nicht Leveln. Was ich übrigens auch sehr cool finde. Yay! So wie wir in dieser Welt sterben, sind wir in diesem ganzen Spiel noch nicht gestorben. Ja, hätte ich jetzt Diddy Kong oder Dixie Kong gehabt, hätte ich das G auch noch gekriegt. Gar keine Frage, ja. Aber ich muss mir ja den dummen Cranky Kong aussuchen, der dich nur noch schneller in den Tod stürzen kann. Als du eigentlich willst. Nee, den will ich nicht. Ich will Dixie. Der wird ein bisschen oft... Aber jetzt ein bisschen oft, Diddy gehabt. War ja klar, dass da ein Puzzle drin ist, auch wenn es mir eh nichts bringt. Aber hey. Mach was gegen. Goldenes Herz ist auch immer geil. Was? Muss ich mich durchschlagen, oder was? Dieses Spiel ist dumm. Das ist die letzte Kacke. Wirklich, das Spiel ist wahnsinnig dumm. Das Puzzleteil habe ich schon. Gott sei es gedankt, nicht wahr? Ich sag dazu einfach nichts mehr. Es ist okay. Ich bin in der Aufnahme sowieso ein bisschen still. Weil ich gedacht habe, das Spiel ist super. Und ich nehme es heute Morgen einfach mal auf. Ich glaube, ich muss gleich einfach mal losschreien, um einfach diese Aggression gegenüber einem hirnlosen, dämlichen, fetten Affen in die Fresse zu hauen. Wirklich. Das ist früh am Morgen, ey. Der Tag fängt ja super an.
Wenn mich heute Leute fragen, wie mein Tag war, dann sag ich, fick dich, ich will nicht mit dir reden. Und das ist nicht gelogen. Achtung, das fette Vieh will Spaß mit Bomben haben. Okay. Was brummt denn hier eigentlich so? Hört ihr das jetzt? Ich weiß gar nicht, hier brummt irgendwas. Welcher Depp brummt denn um 10:30 morgens hier mit irgendwas rum? Mäht hier jemand Rasen? Oder was? Es ist Februar, Freunde. Hier mäht keiner Rasen. Auch wenn der Frühling jetzt da ist und weil die Sonne scheint, wir 15 Grad plus haben. Es interessiert keinen. Hier mäht keiner Rasen, wenn ich aufnehme. Nicht in meinem Revier. So. Koralligalli. Mensch, ich schwick's mir gleich vor Freude in die Hose. Hau rein. Ich sollte eine Pause machen. Jetzt wäre eigentlich die optimale Zeit dazu, Pause zu machen. So nach 41 Minuten. Aber vielleicht ist das Level ja cool. Ja? Es fängt auf jeden Fall scheiße an. Und es ist wieder ein Wasserlevel. Ja, ich glaube, ich will mir die Kacke da gar nicht antun. Ach, da war eine Kacke. So, Freunde, für mich ist hier Ende. Für mich ist hier Ende. Das ist gerade echt zu viel für mich. Ich glaube, ich kann das nur aufnehmen, wenn ich topfit bin und gut gelaunt bin. Geht nicht anders. Das war Donkey Kong Country Tropical Freeze für die Wii U für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal, hoffentlich, wenn ihr noch Bock auf mich habt. Tüdelü.